Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu hier Show-Einsätzen. Talk auf dem Dachboden. Mit Dr. Parzival Hildebrand. Sehr grauenvoll. Und diesem Typen hier. Ja, mein Name ist Günther Horst Dieter. Das interessiert Bert. Keinen. Gut, unser Thema heute. Ist es möglich, dass in der Umgebung des Zentrums eines solchen Dachbodens aus urheiterem Himmel ein schwarzes Loch entsteht? Was sagen Sie dazu, Herr Dienstag? Ich halte es schon für möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ja, klar. Ich bin der Meinung, dass diese kleinen Staubpartikel, wenn die eigentlich nur aus Quanten bestehen, ist doch nicht wahr. Quanten ist doch reine Information. Durch einen elektromagnetischen Impuls zusammen. Jetzt ignorieren Sie mich wieder. Ja, natürlich. Denn Sie vertreten die Meinung des Stephen Hawking. Ich gehe das Ganze eigentlich etwas ganz anders an. Man muss das Ganze mal anthroposophisch und etwas künstlerisch sehen. Und nicht ich höre. Ja, also davon gehe ich aus, dass diese elektromagnetischen Impulse sich zusammen. Das hat mit Elektromagnetismus überhaupt nichts zu tun. Natürlich. Sie können sich das ist ein quantenmechanischer Effekt. Sie was können Sie denn für eine Scheiße? Sie können doch nicht einfach die Gesetze. Sie können es sich nur nicht vorstellen. Sie haben nicht die Vorstellungskraft. Sie sind wahrscheinlich wie so eine Mikrobe, die hier auf dem Dachboden herumgammelt. Sie ja? machen sich ja lächerlich. Nein, mache ich nicht. E. Nein. Und E ist keine Fachbezeichnung für eine Verneinung, ja? E-Net! Doch, jetzt hören Sie doch auf mit Ihrem Stuss da. Sie haben doch keine Ahnung von Physik. Hab ich sehr wohl. Das beruht doch einzig und allein auf der Annahme, dass in einem Punkt, der Null ist, also wenn in einem Punkt, der Nullmasse hat, eine beliebige Energie entsteht, dann ist diese Energie rein mathematisch gesehen unendlich, weshalb ein kleines schwarzes Loch entstehen würde. Ist das nicht klar? Nein, das ist sehr wohl nicht klar. Sie haben keine Ahnung von den Grundkenntnissen der Fachphysik auf anthroposophischem... Anthroposophie, da. Sie können das Wort nicht mal aussprechen. Sie wissen gar nicht, wovon Sie sprechen. Sie Kindern eines alten Schimmels, ja? Dafür wissen Sie nicht, was Quantenphysik ist, offensichtlich. Weiß ich sehr wohl. Ist ich gehe das Ganze nur anders an als Sie, Sie Ochsenkopf, ja? Sie können nicht einfach die Gesetze der Physik verdrehen. Das kann ich sehr wohl. Ich kann auch Sie verdrehen. Schauen Sie mal. Ja. Jetzt gehen Sie zu weit. Nein, das tue ich nicht. Ich kann noch viel weiter gehen. Schauen Sie. Ja. Was? Sie, das werden Sie doch bereuen. Ach ja, will ich das. Sie Peniskopf, ja? Ja, jetzt wissen Sie nicht mehr, was Sie sagen wollen. Ja, Sie sind so armselig, ja. Wissen Sie das? Sie ja, sind das, Sie sind und Rick, Sie labern ja. einfach nur Scheiße, ohne eine Antwort, irgendwas zu haben. Ach ja, wirklich? Das ist, was ich von Ihnen halte. Aber wissen Sie, was ich von Ihnen halte? Ach, das werden Sie nicht wagen. Ach, warum ich das gewagt habe? Sehen Sie, Sie kleines Stück Mist. Das geht uns weit hier. Was soll denn die Scheiße? Die also soll das eine ernsthafte Diskussion werden, ja? Und Sie ziehen das wieder mit. Ich würde Ihnen sonst noch Grundkästenkenntnisse der Sexualkunde beibringen, ja? Davon haben Sie noch weniger Ahnung als von der Quantenphysik. Ach ja, soll ich Ihnen meinen Tripper zeigen, wie viel Ahnung ich von Sexualität habe, ja? Ich darf mich nicht so aufregen. Nein, dürfen Sie das nicht? Sie halten sich jetzt die Klappe, nein! Ein ahnungsloses Geschampf! Was? Ja! Jetzt werde ich aber gleich. Wer war das denn? Ja, wer hat die Brille vom Gesicht geknallt? So, jetzt. Au! Au, mein Hallux. Dein Hallux, ja? Ihr Hallux? Ja, ich weiß nur noch duzen. Das erniedrigt dich nicht nämlich noch mehr, du Stück Scheiße. Aha. Es heißt aber, soweit ich weiß, die Scheiße. Ich bin der, klar? Du aber ein Stück Scheiße ist das Stück Scheiße. Wir sind jetzt hier bei einem vollkommenen Thema angelangt. Wir wollen ja nicht über Grammatik reden, sondern über Quantenphysik. Ja! 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 Ja!
nicht mehr mit.